In den Wolken, an den Hängen des Himalaya, liegt das Königreich Bhutan. Ein kleines Land mit vielen Klima- und Landschaftszonen. Tropischer Regenwald im Süden, eisige Siebentausender im Norden. An ihnen regnen sich die schweren Wolken ab, die der Monsun im Sommer vom Indischen Ozean herantreibt. In dieser Zeit blühen die Pflanzen, die in der jahrhundertealten Medizin Bhutans verwendet werden. Das Wissen um die Heilkraft der Natur ist im gesamten Himalaya tief verwurzelt. Zusammen mit den Lehren des Buddhismus verbreitete es sich von Indien über Tibet nach Bhutan. Doch nirgendwo ist die Erde in diesen Höhen so fruchtbar, regnet es im Sommer so ausgiebig wie in Bhutan, dem Paradies der Heilpflanzen. In 4500 Meter Höhe, wo die Luft knapp wird und jeder Schritt schwer fällt, wachsen die weißen Azaleen. Bei strömendem Regen sammeln Bergbauern Blüten und Astspitzen, die später im Dorf getrocknet werden. Die Blüten der Azaleen entziehen dem Körper überflüssiges Wasser. Ein wirksames Mittel in der sauerstoffarmen Luft. ...3000 Meter tiefer, am Ende einer der wenigen Straßen Bhutans, bereitet sich Dorji Tinlai auf den Aufstieg vor. Tinlai ist der ranghöchste Pflanzenexperte des traditionellen Krankenhauses in der Hauptstadt Thimphu. Jedes Jahr bricht er zu einem Fußmarsch ins Hochland auf. Jetzt im Juli werden die Heilpflanzen geerntet, die hoch oben in den Bergen aufgeblüht sind. Wir gehen zu unserer Station im Dorf Lingxi, um Pflanzenproben zu holen. So können wir bei einzelnen Arten Veränderungen feststellen. Zugleich wollen wir das Pflücken der einheimischen Bauern koordinieren. Lingxi ist das Ziel des beschwerlichen viertägigen Treks. Dort werden die kostbaren Schätze der Bergwelt Bhutans gesammelt. Die Reise mit Packtieren ist die einzige Möglichkeit, in das Hochland zu gelangen. Kein Auto kann hier fahren, kein Flugzeug landen. Zwischenstation bei Yak-Hirten. Erst in einer Höhe von 4000 Metern weiden Yaks, die mächtigen Rinder des Himalaya. Weiter unten in sauerstoffreicherer Luft würden die empfindlichen Tiere nicht überleben. Blühen die Heilpflanzen oben schon? Nein, sie sind noch etwas zurück. Da oben auf dem Pass sind sie noch sehr klein. Gehen Sie ins Dorf Lingxi? Ja, wir gehen morgen hoch bis Lingxi. Ich fühle mich schon ein wenig höhenkrank, obwohl ich jedes Jahr bis auf 4500 Meter hoch nach Lingxi laufe. Fast alle Bauern züchten hier Yaks, denn sie liefern Fleisch und Käse. Die einzige Abwechslung von Reis mit Chili, dem Hauptnahrungsmittel der Bhutanesen. Dorji wird zu einem Buttertee eingeladen. Das salzige, fettige Getränk aus Yak-Milch soll gut bei Höhenkrankheit helfen. In der Hütte wird Dorji auch eine Rarität präsentiert. Cordyceps, das geheimnisvolle, sagenumwobene Energie- und Potenzmittel. Schwer zu finden und sehr teuer. Als wir vor ein paar Jahren oben bei Ngilela waren, haben wir auch Cordyceps gefunden. Es wäre besser, wenn sie gewaschen werden. Ja.
Wenn ich sie mit Wasser reinige, dann verderben sie schnell. Wollen Sie etwas Tee? Viele Heilkräuter sind Hochgebirgspflanzen und wachsen erst in einer Höhe von 4000 Metern. Die meisten sind sehr selten. Deshalb hat Dorji Tinlay auf seinen früheren Reisen einigen Bergbauern beigebracht, wie die Pflanzen kultiviert werden können. Wenn wir diese Kräuter in unserer Medizin verwenden, dann bei Gelenkkrankheiten und Augenproblemen. Diese Pflanze erntet man nur alle 2 Jahre. Verwendet man auch die Blätter? Blätter nehmen wir nicht. Ihr Bauern habt gute Arbeit gemacht. Die weißen Blüten und die Samen dieser Pflanze brauchen wir für zahlreiche Rezepturen. Sie helfen bei Kreislaufproblemen und starken Kopfschmerzen. Wild wächst diese Pflanze aber nicht in so großen Mengen. Da haben wir angefangen, sie anzubauen. Damit unterstützen wir auch die Bauern. Nach 4 Tagen Aufstieg. In der Ferne taucht eine Klosterfestung auf. Ling Shizong. Dorji und seine Karawane haben es fast geschafft. Am Fuße der Klosterburg liegt das Ziel der Reise, das winzige Dorf Lingxi. Die 39 Einwohner haben erst seit kurzem durch eine Solaranlage ein bisschen Strom. Im Kloster können sie sogar telefonieren, mit dem einzigen Telefon im Norden Bhutans. Hallo, wann bist du gekommen? Ich bin mal wieder wegen der Pflanzenernte hier. Lass uns zum neuen Haus gehen. Geht es dir gut? Ja, alles in Ordnung. Danke. Komm, wir gehen rüber. Hier ist jetzt unsere Küche. Fast alle Bewohner Lingxis pflücken im Sommer Heilpflanzen zur Herstellung der traditionellen Arzneimittel, wobei jede Familie im Dorf nur für ganz bestimmte Pflanzen zuständig ist. Schon vor Jahren hat Dorji sie eingewiesen. Dorjis Gastgeber teilt sich mit seinem Bruder eine Ehefrau. Gemeinsam haben die 3 6 Kinder, die von der ersten Schulklasse an Englisch lernen. Eine bunte Naturapotheke umgibt das Dorf. Diese gelbe Blume nennen wir Kong Tok Pa. Wir verwenden ihre Blüten bei Lebensmittelvergiftungen, die vor allem durch verdorbenes Fleisch hervorgerufen werden. Dieser Busch heißt Biafotsetse. Die roten Beeren regulieren die Menstruation der Frau. Diese Pflanze heißt Nangxiema. Normalerweise trägt sie im Sommer eine bohnenähnliche Frucht. Aber dieses Jahr ist sie spät dran. Die Bohnen lindern Schmerzen und Schwellungen. Für eine Pflanzenarznei werden nicht nur Blüten und Blätter verwendet. Oft stecken in der Wurzel die heilenden Kräfte.
Werden jedoch zu viele Wurzeln herausgerissen, stirbt die Pflanze. Dorji hat den Bauern beigebracht, was beim Pflücken alles zu beachten ist. Die Ernte geht ins Tal, in die Hauptstadt Thimphu, wo sie weiterverarbeitet wird. Damit die Pflanzen auf dem Weg dahin nicht verfaulen, hat die Regierung von Bhutan hier oben in 4.500 Meter Höhe eine Trocknungsstation eingerichtet. Der Ertrag eines Tages. Jedes abgelieferte Kilogramm wird genau notiert und bezahlt. Die Blätter des Eisenhut enthalten den Wirkstoff Akonit, der bei akuten Erkältungen hilft. Doch die Blätter welken besonders schnell. Innerhalb weniger Stunden verlieren sie ihre Wirkung. Daher müssen sie sofort gehäckselt und getrocknet werden. Zu den ersten Pflanzen der Saison gehört der Rhododendron, ein typisches Gewächs des Himalaya. Auch seine Blüten müssen in die Trocknungsanlage, die dank der Europäischen Union über ein kleines Wasserkraftwerk verfügt. Damit lässt sich über Stunden der leistungsstarke Heizlüfter des Trockenschrankes betreiben, in dem die Pflanzenteile bis auf 10% ihres natürlichen Wassergehalts entwässert werden. Das hier ist Balu. Normalerweise lassen wir die Blätter 3 bis 4 Stunden im Trockenschrank. Das ist notwendig, da es um diese Jahreszeit hier sehr feucht ist und die Sonne nur selten scheint. Ohne Trocknung könnten die Heilpflanzen nicht mehr wirken. Nach dem Trocknen nähen wir die Pflanzen in luftdichte Säcke ein. Unsere traditionelle Medizin kennt 264 verschiedene Kräuter. Dabei verarbeiten wir Heilpflanzen sowohl aus mittleren wie aus sehr hohen Lagen. Zusätzlich werden aber noch Mineralien verwendet, wie Edelsteine oder tierische Bestandteile, zum Beispiel Geweihe. Die ersten Säcke mit Rhododendron sind fertig. Da moderne Verkehrsmittel hier keine Chance haben, befördern Pferde die wertvolle Fracht. Nach 4 Tagen wird die Straße erreicht sein, von der aus Dorji Tinlai aufgestiegen ist. Dort kann dann auch die Reise mit dem Lastwagen weitergehen. Thimphu, die Hauptstadt von Bhutan. Nach jahrhundertelanger Isolation begann das Königreich, das etwa so groß ist wie die Schweiz, sich vor 40 Jahren vorsichtig zu öffnen. König Jigme Singye Wangchuk nimmt beim Aufbau einer modernen Infrastruktur Rücksicht auf seine 800.000 Untertanen. Als er die erste Ampel im Land einführen wollte, hagelte es Proteste. Jetzt steht wieder ein Polizist auf der einzigen Kreuzung der Hauptstadt. Die Bewahrung der Tradition ist oberstes Gebot in Bhutan. So sind der Bau der Häuser und die Kleidung der Einwohner gesetzlich geregelt. Und um die Zahl der Touristen klein zu halten, wird von Reisenden ein Eintrittsgeld von rund $200 pro Tag verlangt.
Die meisten Einwohner Bhutans leben von der Land- und Forstwirtschaft und sind Selbstversorger ohne Einkommen. Dementsprechend liegt das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen bei etwa 1,50 Euro im Monat. Damit gehört Bhutan zu einem der ärmsten Länder der Welt. Dennoch wird in der Hauptstadt so viel gebaut wie noch nie. Ob Tankstelle oder Hotel, überall achtet die Regierung auf landestypische Bauweise und traditionelles Handwerk. Kein Kühlschrank oder Fernseher, erst recht kein Haus, kann in Besitz genommen werden, ohne vorher von den zahlreichen Mönchen gesegnet worden zu sein. Auch dem König ist das Seelenheil und Glück seiner Untertanen wichtig. So hat er dafür gesorgt, dass die Städter viel Freizeit haben. Der vornehme Bhutanese verbringt sie gern mit Bogenschießen. Gebetsmühlen vor dem Krankenhaus für traditionelle Medizin. Mit der behutsamen Modernisierung des Landes wurden die überlieferten Heilmethoden des Himalaya in das staatliche Gesundheitssystem integriert. Obwohl laut Mondkalender heute kein guter Behandlungstag ist, drängen sich die Patienten am Anmeldeschalter. Jeder bringt seine Krankenblätter selbst mit. Eine Patientenkartei gibt es nicht. Denn die Älteren kennen ihr Geburtsdatum nicht und zudem haben Bhutanesen oft identische Namen. Gleich beginnt die offene Sprechstunde. Man wartet auf den Dungtso, den traditionellen Doktor. Dungtso Dorji Wangchuk genießt bei seinen Patienten großes Vertrauen. Die Sprechstunde ist kostenlos. Was ist Ihr Problem? Ich habe geschwollene Beine. Hier genau tut es weh. Was ist mit dem anderen Bein? Keine Schmerzen. Seit wann tut es weh? Seit 1,5 Monaten. Das Bein bereitet mir beim Laufen eine Menge Probleme, aber jetzt geht es etwas besser. Ich habe auch wieder Appetit. Bitte mal nach oben gucken. Wie ist Ihr Name? Daulham. Also, essen Sie kein Schweinefleisch, keinen alten Käse, kauen Sie keine Betelnuss und bitte keinen Alkohol. Also normalerweise trinke ich nicht, aber ich esse Schweinefleisch. Jetzt essen Sie mal kein Schwein. Die Medizin reicht für eine Woche, danach kommen Sie wieder. Wenn es dann nicht besser geworden ist, machen wir die goldene Nadel. Danke. Danke. Die Dungtsos diagnostizieren Krankheiten ausschließlich durch intensive Patientenbefragung, eine besondere Art des Pulsfühlens und manchmal auch durch die Untersuchung des Urins. Der Patient wird jedoch nicht nur durch die Behandlung des Arztes gesund. Er selbst muss an der Heilung, beispielsweise durch die Änderung seiner Lebensführung, mitwirken. Schließlich ist es seine Krankheit. Eine der effektivsten Heilmethoden ist die Anwendung der goldenen Nadel. Im Gegensatz zur klassischen Akupunktur wird hier die Nadel erhitzt. Dadurch sollen die Energieflüsse des Körpers wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Für den traditionellen Arzt bilden Körper und Geist des Patienten eine Einheit. Und so wird die Behandlung mit der goldenen Nadel immer durch ein Gebet und die Ermahnung begleitet, der Kranke solle seine innere Haltung zum Leben verändern. Der Grund für Beinschmerzen sind meist Wassereinlagerungen. Und in solchen Fällen hilft fast immer die goldene Nadel. In der buddhistisch geprägten traditionellen Medizin gehen die Ärzte davon aus, dass dem Menschen drei Geistesgifte innewohnen. Habgier,
Hass und Egoismus. Sie sind die Wurzeln menschlichen Leidens und sie verursachen letztlich auch jene Disharmonien im Körper, die krank machen. Wenn man Schmerzen in den Beinen und Gelenken hat, dann leidet man unter bestimmten wechselnden Stimmungslagen, die wir mit Lung, Tris und Bat Kam umschreiben. Geraten diese drei inneren Stimmungen aus dem Gleichgewicht, wird man krank. Bei der Moxibution werden heiße Kräuterölsäckchen auf bestimmte Stellen des Körpers aufgesetzt. Dies ist eine weitere wichtige Behandlungsform in der traditionellen Medizin. Ob die Gebete, die der Dungtso während der Behandlung spricht, die Heilwirkung erhöhen, lässt sich nicht nachweisen. Dem kranken Mönch tun sie jedoch gut. Die Naturmedizin arbeitet, genau wie die moderne Medizin, mit Placebo-Effekten. Wissenschaftlich kann die therapeutische Wirkung der Kräuter und Gebete nicht nachgewiesen werden. Ich leide häufig unter Schwindel und Kopfschmerzen. Dann komme ich immer hierhin. Die Behandlungen sind sehr effektiv und helfen mir. Doch auch der traditionelle Arzt verschreibt Medikamente. Die pflanzlichen Arzneien stammen aus eigener Herstellung und werden in der hauseigenen Apotheke verteilt. Im Gegensatz zu westlichen Pharmazeutika sollen diese Heilmittel jedoch nicht die Krankheitssymptome bekämpfen, sondern dafür sorgen, dass das innere Gleichgewicht des Menschen wiederhergestellt wird. Nur so könne sich körperliches Wohlbefinden wieder einstellen. Ein paar Straßen weiter, das moderne Krankenhaus in Thimphu. Die westliche Medizin wurde 1967 in Bhutan eingeführt. Seitdem bilden traditionelle und moderne Medizin die beiden Säulen des öffentlichen Gesundheitswesens. Eine Behandlung nach westlichem Standard wäre allerdings für viele Patienten in Bhutan unerschwinglich. Daher wird sie kostenlos angeboten. Möglich wird das durch ausländische Helfer, die Antibiotika und Apparate finanzieren. Die große Stupa, das buddhistische Denkmal, ist kultureller Mittelpunkt der Hauptstadt Thimphu. Bhutan ist das letzte buddhistische Königreich im Himalaya, geprägt von der Drukpa Kagyü, einer Schule des tibetischen Buddhismus. Im 17. Jahrhundert einte der von Tibet eingewanderte Mönch Shabdrung Ngawang Namgyel erstmals die kleinen Fürstentümer des Himalaya zu einem Königreich, das Menjongyelkab genannt wurde, Land der Heilpflanzen. Der Leibarzt dieses Mönchskönigs formte ein System aus medizinischen Prinzipien und Regeln, das fortan von Arzt zu Arzt über die Jahrhunderte weitergegeben wurde. In vielen Wohnungen wie hier in Thimphu finden an ganz normalen Sonntagen private Segnungen statt. Denn die allgegenwärtigen Geister müssen besänftigt und wohlgestimmt werden. Die eigens bestellten und bezahlten Mönche weihen das Haus, wünschen der Familie Gesundheit und Glück. Die Einführung der modernen Medizin konnte die alte Heilkunde nicht verdrängen. Dafür ist sie zu sehr mit dem Buddhismus verbunden, der fest zum Alltag gehört. Von der Hauptstadt in den Osten des Landes, nach Punaka. Die gewaltige Klosterburg der Stadt, der Punaka Dzong,
wurde vor mehr als 350 Jahren von den Mönchskönigen gebaut, als Schutz vor den feindlichen Tibetern im Norden. Im Namen Buddhas regierten sie seit Anfang des 17. Jahrhunderts über das Land der Heilpflanzen. Heute leben hier etwa 500 Mönche. Und noch immer dient die Burg dem spirituellen Oberhaupt Bhutans, Yekenpo, als Sommerresidenz. Die kleinen rot gekleideten Schüler oben auf dem Balkon lernen in rhythmischen Gesängen die überlieferten Gebete auswendig. Es sind Novizen, aber auch einfache Kinder aus den umliegenden Dörfern, die hier in die Klosterschule gehen. Jahrhundertelang blieben auf diese Weise auch die Erfahrungen und Erkenntnisse der traditionellen Medizin erhalten. Ein Besuch beim Arzt Dungtso Pema Dorji. Er war 1967 vom dritten bhutanesischen König beauftragt worden, ein Gesundheitssystem, das westliche und traditionelle Medizin miteinander verbindet, aufzubauen. Damals begann die vorsichtige Öffnung des Landes. Pema Dorji hatte in Tibet die jahrhundertealten Heilmethoden des Himalaya kennengelernt und war dort traditioneller Doktor geworden. In der traditionellen Medizin behandeln wir behutsamer und ganzheitlicher als in der modernen Medizin. Die Behandlung ist insgesamt stabiler und auf lange Sicht wirkt sie besser. Wir können aber nicht sofort heilen, das stimmt natürlich auch. Ein Besuch auf dem Hof der alten Frau, die von geschwollenen Beinen geplagt wurde. Die Behandlung mit Wasserdampf war sehr schmerzhaft, aber meinem Bein geht es jetzt besser und ich kann wieder ganz gut laufen. Meine Kopfschmerzen haben die Ärzte mit der goldenen Nadel behandelt. Momentan habe ich keine mehr. Ich habe auch viel gebetet, da mein Bein von einem bösen Geist befallen war. Vor allem in den ländlichen Gebieten gibt es heute noch viele heilkundige Männer. Sie werden von den staatlichen Stellen respektiert, auch wenn die hygienischen Bedingungen oft zu wünschen übrig lassen. Wer sich sicher behandeln lassen möchte, sucht daher besser eines der modernen Krankenhäuser auf. Direkt gegenüber der Klosterburg Punakatsong liegt das Bezirkshospital des Tals. Dort sind traditionelle und westliche Medizin in einem Gebäude untergebracht. Morgenkonferenz mit Chefarzt und einem Gastchirurgen aus Deutschland. Westlich ausgebildete Ärzte und traditionelle Mediziner arbeiten hier eng zusammen. Stellt jemand fest, dass seine Behandlungsmethoden bei einem Patienten nicht mehr helfen, überweist er ihn an einen Kollegen der anderen Schule. Wir haben einen Patienten mit Arthritis, der bei uns seit einem Monat behandelt wird. Da es nicht besser wird, möchte ich ihn gerne überweisen. Wir haben ihn mit der goldenen Nadel und noch einige mehr behandelt, aber nichts hat geholfen. Deshalb überweise ich ihn jetzt zur Physiotherapie. Cross-Referral heißt dieses Verfahren, das Querüberweisungen zwischen beiden staatlichen Gesundheitssystemen ermöglicht. Wenn ich Tuberkulose oder einen Unfall diagnostiziere, überweise ich den Patienten sofort zur modernen Medizin. Ob traditioneller Dungtso oder westlicher Doktor, jeder ist damit aufgefordert, die Grenzen seiner Medizin zu erkennen. Zunächst einmal hat jedoch der Patient die Entscheidung, von wem er sich behandeln lässt. Suchen die Jüngeren vor allem Hilfe durch moderne Ärzte, so bevorzugen die Älteren einen Besuch beim Naturheilkundigen. Dieser versucht vor allem durch ein intensives Gespräch die Probleme des Patienten zu erfassen. Pulsmessen und die Untersuchung von Mundschleimhaut und Augenfarbe helfen ihm dabei. Bei dieser Patientin hat jahrelanges Kauen der Betelnuss, der Alltagsdroge Asiens, Zunge und Zahnfleisch zerstört. Bei Schwindel, Kopfschmerzen und Erbrechen gehe ich immer hierhin. Die traditionelle Medizin ist für mich besser.
In der modernen Abteilung des Bezirkskrankenhauses von Punaka wird mit neuen Diagnosegeräten gearbeitet. Um deren Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können, leisten ausländische Ärzte wie Johannes Meixner freiwillige Entwicklungshilfe. Eigentlich ist er Kinderchirurg. Doch da es hier außer ihm und dem Chefarzt keine anderen Ärzte gibt, muss er sich in allen Fachrichtungen auskennen. Die tägliche Visite bestreiten die beiden gemeinsam. Dr. John, wie der Deutsche im Krankenhaus genannt wird, ist seit 3 Jahren im Punaka Hospital tätig. Es wurde mit privater Unterstützung aus Deutschland gebaut. Mittlerweile gibt es dort einen Freundeskreis, der dafür sorgt, dass das Krankenhaus weiter betrieben werden kann. Viele Erkrankungen, die wir hier gerade in Bhutan meines Erachtens auf psychosomatische Beschwerden hinführen können. Der Geisterglaube ist tief verbreitet. Kopfschmerzen, unklare Körperschmerzen reagieren auf unsere westlichen Medikamente nicht. Wenn wir diese Patienten zu dem traditionellen Arzt überweisen, haben wir in kürzester Zeit einen positiven Feedback. Die Patienten fühlen sich wohler und damit ergänzt es ohne Zweifel unsere westliche Medizin. In Thimphu wurde 1979 mit Mitteln der Weltgesundheitshilfe das traditionelle Krankenhaus aufgebaut. Wer sich bis dahin in der Naturheilkunde des Himalaya ausbilden lassen wollte, musste zur Ausbildung nach Tibet. Seit mehr als 30 Jahren ist das nicht mehr nötig. Zur Krankenhausanlage gehört auch die Schule für Dungzos, die Ärzte der traditionellen Medizin. Fünf Jahre lang werden Studenten und Studentinnen in der buddhistischen Gesundheitslehre unterwiesen. Vor allem in der hohen Kunst, anhand weniger Diagnosemöglichkeiten die vielfältigen Krankheiten zu unterscheiden. Seit 1980 hat das traditionelle Krankenhaus auch eine eigene Forschungsabteilung. Sie beschäftigt sich jedoch nicht mit den Wirkungen der pflanzlichen Heilmittel, sondern kontrolliert die Qualität der einzelnen Inhaltsstoffe und die Zusammensetzung. Eine Pflanzenarznei herzustellen erfordert viel Geschick und Erfahrung. Gemixt werden die Kräuterheilmittel im Nachbargebäude. In großen Fässern lagern die getrockneten Zutaten. Oft werden den Blüten, Blättern und Wurzeln, die in den Bergen Bhutans gesammelt wurden, noch verschiedene importierte Zusatzstoffe wie Muskatnuss oder der überaus kostbare Safran beigegeben. Dann kommt alles in die Mühle. Auch die ganz groben Substanzen wie Kristallbrocken oder Geweihstücke sind am Ende zu feinem Staub geworden. Naturheilmittel müssen meist mit heißem Wasser auf nüchternen Magen eingenommen werden. Gab es sie früher als loses Puder, das in Papierchen verpackt wurde, werden sie heute als Tabletten verabreicht. All das geschieht natürlich auch mit Blick auf den internationalen Markt, der Interesse an den bhutanesischen Arzneimitteln zeigt. Vor allem in den USA erhofft sich das kleine Königreich große Absatzchancen. Am frühen Morgen des 8. Tages des Mondkalenders im Dachgeschoss über der Ärzteschule des Krankenhauses von Thimphu. Die Heilpflanzen der Berge entfalten ihre Wirkung nach Meinung der Bhutanesen nicht einfach so. Ihre Kraft muss erst geweckt werden. Fast alle Mitarbeiter des traditionellen Krankenhauses sind dabei,
um unter Anleitung eines Priesters, eines Lamas, die Heilpflanzen-Puja zu vollziehen, die allmonatliche Segnung der neuesten Produktion. Symbolisch nehmen die Dungzos als Höhepunkt der Segnung verschiedene Kräutermischungen ein. Gebetsfahnen flattern auf den Pässen und Berggipfeln Bhutans. Dämonen und böse Geister lassen sich so zwar in Schach halten, doch vor unbedachten Touristen, die mit Rucksack und Trekkingstiefeln in die unberührte Natur eindringen, schützen sie nicht. Seit Mitte der 90er Jahre dürfen die Himalaya-Gipfel nicht mehr erklommen werden. Bhutan meint es ernst mit dem Umweltschutz. Bis heute hat das Land den Ruf einer Oase, in der die Menschen mit sich und der Natur in Eintracht leben. Vom Dorf Lingshi ist Dorji Tinlai, der Heilpflanzenforscher aus der Hauptstadt Thimphu, weiter aufgestiegen. Denn nur hier in 5000 Metern Höhe, in der dünnen Luft, wachsen diese großen blauen Blumen, nahe Verwandte der nationalen Heilpflanze Bhutans. Das ist der blaue Utpal. Er ist dem blauen Mohn Mekanopsis grandis sehr ähnlich. In der traditionellen Medizin benutzen wir in unseren Rezepturen die Blüten dieser schönen Pflanze bei der Behandlung von Leberkrankheiten und bei Nierenschmerzen. »300 Meter weiter oben wächst eine unauffällige Blüte, von der die Buddhisten sagen, sie sei ein Allheilmittel.« »Das hier ist die extrem seltene Blume Karpuchiktup, eine Art Liliengewächs. Sie hat stark entzündungshemmende Wirkung und wird oft als Gegengift eingesetzt. Diese kleine Pflanze heißt Gangachung. Sie wächst wie die kleine Lilie da vorn, auch nur hier oben, zwischen dem eisenhaltigen Geröll. Sie hilft gut bei Ruhe und entzündlichem Durchfall. Auch Yak-Nomaden werden seit einigen Jahren in das Sammeln von Heilkräutern einbezogen. Als Dorji Tinlai eine alte Yak-Hirtin besucht, stößt er wieder auf eine Überraschung. Die Gastgeberin zeigt ihm einen Korb Cordyceps. Aus Sicht der traditionellen Medizin ein wahres Wundermittel für Körper und Geist. Wie viel Cordyceps hast du? Noch nicht genug. Lass mal sehen. Und wie viele Cordyceps sammelt ihr pro Tag? Ich weiß es nicht genau, vielleicht 40. Meine Tochter geht immer suchen. Würdest du uns welche verkaufen?
Das kann ich nicht. Geht das wirklich nicht? Das ist illegal, dann käme ich doch ins Gefängnis. Was? Dorji Tinlay, studierter Apotheker und seit vielen Jahren Heilkundler, möchte selbst einmal das sagenumwobene Cordyceps finden. Ein Gast der Yak-Hirten führt ihn zu einem nahen Gletschersee. Hinter der wolkenverhangenen Bergkette liegt das chinesische Tibet. Nicht selten sterben nachts chinesische Schmuggler bei dem Versuch, die Lawinenfelder der Berge zu durchqueren, um in diesen Tälern nach Cordyceps zu suchen. Neben der Ausdauer soll Cordyceps auch die sexuelle Aktivität steigern. Das macht für alle Schwierigkeiten und Gefahren blind. Denn was als Potenzmittel taugt, ist extrem teuer, zumal Cordyceps schwer zu finden ist. Endverbraucherpreise von 10.000 US-Dollar pro Kilo werden in den USA, China oder Japan gezahlt. Um den Run auf die Wunderdroge zu bremsen, gibt es eine lange Schonzeit, in der es verboten ist, Cordyceps zu sammeln. Verkauft werden darf nur auf einer staatlichen Auktion. Denn sonst würden Suchtrupps diesen Garten Eden durchwühlen und die heile Bergwelt Bhutans für immer zerstören. Busch. Wichtigstes Instrument, die Zahnbürste. Schmutz würde den Wert mindern. Bei genauerer Betrachtung ist dann auch klar, was die fremdartige Wunderdroge eigentlich ist. Halb Tier, halb Pflanze. Der obere Teil ist der Pilz. Und der untere Teil, die Raupe, hat Beine und Augen. Letztes Jahr hat die bhutanesische Regierung den Kilopreis auf 2000 US-Dollar festgesetzt. Woanders verkauft es sich weitaus teurer. Deshalb ist das Interesse bei uns sehr groß. Cordyceps, eine Raupe, die von einem Pilz getötet wurde. Das teuerste, was die Heilmittelwelt Bhutans zu bieten hat. Morgen hat uns Europa wieder. Wir reisen nämlich zu den windzerzausten Inseln der äußeren Hebriden. Hier ist der echte Tweed zu Hause. Der urbritische Stoff strahlt Understatement und gesunde Landluft aus. Einst waren die kratzigen Kleidungsstücke Bauern und Fischern vorbehalten. Veredelt durch Coco Chanel trat der Tweed aber dann seinen Siegeszug durch die Haute Couture an. Bis morgen also,